Servus ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jan der Macher. Ich möchte noch kurz ein Intro drehen. Wie ihr unschwer erkennen könnt, sind wir draußen an der Halle. Und hier steht nicht einmal mein Auto, sondern zweimal. Denn, es ist unglaublich aber wahr, mein Mitstreiter in der Halle, der zufällig das gleiche Auto fährt wie ich, zufällig auch in der gleichen Farbe und zufällig bei der gleichen Firma arbeitet, liegt hier irgendwo unter seinem LT und ist schön am Schleifen. Der kämpft gerade mit seiner Motorabdeckung, nachdem der Vorbesitzer da schöne Einziehmotoren reingemacht hat, die mitdrehen. Immer wieder ein Traum, ne? Und eine schöne Sechskantmotor-Schraube reingeschraubt hat und wir die nicht abkriegen, weil der möchte Ölwechsel machen. Darum soll es aber nicht gehen. Ich möchte nur kurz ein Intro machen für dieses lang ersehnte Hubdach-Stoff-Aufstellkabinen-Video. Denn es ist soweit, da drin ist jetzt schon Stoff. Den zeige ich euch jetzt aber noch nicht, denn wir springen jetzt kurz zu einer Videosequenz, die ich vor über 6 Monaten gedreht habe, wo ich den Deckel dafür vorbereitet habe, dass der Stoff da reinkommt. Und jetzt, letztes Wochenende war es soweit und der Stoff ist jetzt drin. Und heute habe ich ein bisschen Zeit, ich räume hier gerade so ein bisschen auf, mache sauber und nehme mir die Zeit und zeige euch gleich nach der ersten Sequenz dann, wie das aussieht mit dem Stoff da drin. Ist mega geil geworden, ich freue mich wie Bolle. Und danach muss ich noch ein paar Leistchen anbringen, das Ganze noch ein bisschen festklemmen, ein paar Kleinigkeiten machen und dann steht ihm nichts im Weg, mit dieser Kabine demnächst immer mit offenem Deckel zu campen. Richtig geil. Also, jetzt kommt erstmal die Sequenz zur Vorbereitung und im Anschluss bleibt ihr dran, weil dann seht ihr den Stoff, wie er hier reingekommen ist. So, ich möchte mal ganz kurz noch hier auf die Stoffkonstruktion eingehen. Ich habe jetzt hier diese Profile an die Decke geklebt. Die sind auf dem gleichen Maß wie dieser Rand hier unten. Der kriegt auch noch ganz viele Löcher und dann kann da dazwischen sozusagen der Stoff gespannt werden. Es wird jetzt hier noch sowas ausgeschäumt, damit hier keine Luft mehr ist. Damit uns da die Viecher nicht durchkrabbeln, weil dann geht ja hier Stoff hoch und runter. Das wird auch noch alles schön von innen schwarz gefilzt, beziehungsweise ja, jetzt wo man von innen noch rankommt, bevor der Stoff rankommt, weil das ist ja dann nachher außen respektive und erst ab hier ist dann die Grenze zu innen. Und hier vorne bin ich noch nicht so weit gekommen, wir haben zwar schon den Stoff aufmessen lassen und der ist schon am Nähen und der hat schon gesagt, in 10 Tagen ist es soweit, deswegen muss ich Gas geben und zwar die Jungs hier gehen ja hier runter auf die Jungs und damit mache ich mit so Gurten das dann fest und das funktioniert ja nachher nicht mehr, weil nachher ja hier der Stoff sein wird, dann würden die da durchgehen, das heißt ich brauche die gleiche Konstruktion wie da oben, das ist der gleiche Winkel. Nur, dass hier oben eine Öse dran ist. Die liegen auch schon hier. So, dann zeige ich euch mal schnell, wie ich das geplant habe. Also trocken quasi. Und mache das dann natürlich auch gleich noch mit Sikaflex. Also hier unten kommt das wieder an die C-Schiene. Da sind die Nutensteine von dem vorigen, also von dem Setup. Und dann kommt das Ganze hier so drin. Und da oben packe ich jetzt ordentlich Sikaflex dazwischen. Dahinter auch. Dann lasse ich das trocknen und dann kann immer da der Haken eingehängt werden. So, hier geht es jetzt ans Kleben. Ich habe mal wieder geschliffen, gereinigt, geprimert bzw. aktiviert. In dem Fall benutze ich Sikaflex, wo man nicht primern muss. Und werde hier wieder meine Kartuschenpresse mit Akkubetrieb nutzen. Die hat sich auf jeden Fall schon völlig ausbezahlt. Ich habe die so viel benutzt bis jetzt, seit ich diese Kabine hier baue. Und auf ein neues. Jetzt wird erstmal Sika aufgetragen. Ich bin mir nicht sicher, es war ursprünglich Schwarzes drin, habe jetzt Weißes eingelegt. Es könnte eine ganz lustige Farbkombination geben. Oder es ist das Schwarze auch nicht mehr da und schon rausgedrückt und kommt nur noch Weißes. Aber beim letzten Mal kleben sah es so ein bisschen aus wie, wie heißt denn diese Creme, diese Nutella-Creme mit 2 Farben. Ziemlich lecker. Aber ist leider nur Klebstoff. Also, let's go! So, ich würde sagen, wir gehen mal rein. Wie ihr unschwer erkennen könnt, liegt der Stoff hier schon drinnen. Wir müssen uns natürlich noch was überlegen, beziehungsweise es werden jetzt noch so oben an den Klemmleisten noch so Schnüre mit eingenietet oder eingeschraubt nachher, wo man dann den Stoff, wenn man fährt oder beziehungsweise mit dem Deckel runter ist, den so ein bisschen hochbinden kann, damit er hier nicht im Weg rumhängt. Aber irgendwo muss er ja auch hin.
Es geht ja nicht ohne. Aber darum soll es auch nicht gehen, sondern ich stelle jetzt die Kamera mal hier auf den Tisch und mache das Ding einfach mal auf. So, jetzt ist es soweit. Ich versuche, dass ihr quasi was seht. Und drücke hier mal kurz auf. Was sehen wir? Wir sehen Stoff ringsrum. Das ist so geil. Es gibt noch eine Thematik, und zwar die Gasdruckfedern waren ja früher mal für komplett leeren Deckel. Ich glaube, ihr kennt das Dilemma auf Instagram, habt ihr es vielleicht mitbekommen. Ich hatte die Ursprungsgasdruckfedern schon eingebaut, bevor hier überhaupt irgendwas am Deckel war. Und jetzt ist der Stoff dazugekommen, der echt nicht leicht ist. Die Leisten, jetzt kommt noch Isolierung, Deckenverkleidung hin. Und auf dem Dach ist jetzt eine Solarplatte. Und das alles zusammen führt dazu, dass die Gasdruckfedern jetzt echt nicht mehr so viel Dampf haben. Aber da kommen dann die Tage wieder die original geplanten, die schon im Keller sind, rein. Aber darum soll es auch nicht gehen, sondern es soll um diese geilen einhandöffnbaren Fenster gehen, die man hier aufmachen kann. Das ist wirklich ein Traum. Der hier hängt ein bisschen, weil hat einen Grund, und zwar ist auf der anderen Seite auch noch ein Zipper sozusagen. Deswegen geht der nicht so gut, weil man kann den hier komplett aufmachen und kriegt es nicht hin. Nicht nur die Scheibe öffnen, sondern jetzt auch gleich noch das Muckengitter. Und dann kann man nämlich aufs Dach steigen, beziehungsweise später hier in das Dachzelt. Das ist auch richtig geil. Und der hat halt, wie gesagt, auf der anderen Seite auch noch so eine Lasche, wo man so eine Schnur einhängen kann. Und deswegen flitzt der nicht so gut wie jetzt zum Beispiel die hier, weil die hier sind Porno. Also selten so was Geiles erlebt, wie das Ganze läuft. Jo. Und dann gibt es hier noch so ein Bändchen, das ist hier gerade noch hochgeklebt. Dann macht man sich hier schön eine Rolle. Hier hinten ist dann der Klett. Und dann kann man das schön hochwickeln. Und das ist so geil vom Feeling her. Es ist immer noch fast wie offen. Aber halt doch zu, ne? Das ist so fett. Und wie gesagt, das Geile ist mit dieser Einhandgeschichte. Und das Ding halt hier, wenn die Radien so geil gewählt sind, einfach so zu machen. Wie gesagt, den hier ein bisschen schwerer. Das ist halt auch ein riesen Lappen, ne? Aber, wie gesagt, das war sozusagen die Downside. Ja, so sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, ich mache jetzt mal alle Fenster nochmal zu und wir gehen raus und ich zeige es euch nochmal von außen. So sieht das Ganze dann von außen aus. Einfach richtig Porno. Zur Farbe des Stoffes. Ich habe mich einfach für ein helles Grau entschieden, weil ich relativ viel Licht in der Kabine haben möchte. Und wenn man eine Farbe genommen hätte, hätte die Farbe quasi in die Kabine gestrahlt. Und wenn ich jetzt grün genommen hätte zum Beispiel, was eine Idee war, dann wäre es in der Kabine immer so grünstichig gewesen, wenn da diese schöne Sonne drauf scheint. Aber so wirklich viel Fläche haben wir ja eh nicht, weil wenn wir alle Fenster aufmachen, dann ist ja das Ding wieder fast wie Cabrioli, fast wie früher, dann ist ja fast kaum noch Stoff. Und ich feiere diese Fenster da hinten, das ist so schön. Und die sind so geil geworden. Und genau, ich hatte ja am Anfang auch noch mal so ein bisschen Stoff dahin geklebt, weil ich Angst hatte, dass man ziemlich viel von dem Deckel Innenseite sieht. Aber das hält sich voll in Grenzen. Und das, was man sieht, da habe ich jetzt halt so braunen Stoff hingeklebt. Den hatte ich noch von meinem alten Bus über. Und sonst sieht man da eigentlich nur die Dichtung, wo ich gerade sehe, hier ist eine Schraube raus. Die muss ich wieder reinmachen, warum auch immer die raus ist. Aber ist ja gar kein Problem, komme ich ja noch hin. Hier kann man zum Beispiel die Muckengitter nicht aufmachen. Das ist immer feste drin. Braucht man ja auch nicht, muss man nicht ganz aufmachen. Nur wie gesagt, vorne gibt es dann die Option rauszusteigen ins Dachzelt oder einfach auf den Dachgarten, wenn da irgendwann später mal kein Dachzelt mehr drauf sein sollte, kann man da raus, hat nochmal so wie einen Notausgang quasi, was ich auch sehr sympathisch finde. Natürlich kann man sich jetzt gegenseitig sagen, da kann auch einer rein, aber ganz ehrlich, bei so einem Stoff, jeder, der einen Teppich mehr so in der Hosentasche hat, kann hier rein, von daher ist es eigentlich ziemlich wurscht. Genau, ich bin richtig happy. Da hinten haben wir so Taschen eingenäht. Die sind jetzt gerade noch so halbe offen, da kann man dann reingreifen, damit man das befestigen kann und hinten auch mal rankommt, wenn da hinten sich mal irgendwie eine Maus oder ein Vogel einnistet, weil man sonst da keine Chance mehr gehabt hätte, da kann man dann so schön eingreifen. Das haben wir auch ganz nett gelöst, also hier sind so Öffnungen und nachher kommt einfach der Klett wieder drüber und dann ist es verschlossen. Und ja, es ist einfach auch geil, wie das alles fällt und wie viel Spannung das hat und wie perfekt das hier reinpasst. Also ich bin auf jeden Fall riesengroßer Fan von diesem Zelt und es gibt hier auch richtig viele geile Sachen, die hier verbaut wurden, die einfach unglaublich viel Sinn machen, wie irgendwelche
Schwitzwasserablauftrainagen und so weiter. Also das ist richtig durchdacht und richtig geiles Material und ich freue mich schon wie Oscar, dass es jetzt hier weitergehen kann. Ich kann jetzt die Decke verkleiden und kann jetzt hier mit Vollgas die Tage, wenn ich den Bus nach Hause hole, im Hof einfach weitermachen, Holzarbeiten machen und die Kabine hinten schön wohnlich gestalten. Weil wenn die Decke mal fertig ist, dann ist auch echt schon viel geschafft und dann ist das hier eine ganz andere Welt. Also in diesem Sinne hat es mich wie immer gefreut. Seid auch das nächste Mal dabei, wenn es wieder heißt, der Jan ist am Machen und ich schraube jetzt hier noch ein bisschen und bin raus. Thank you.